أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث der Woche New Edition Folge 3 oder dritter Hadith ein sehr schöner Hadith der den Segen und die Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala zeigt. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu wird von ihm berichtet. Einmal kam ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er Fieber hatte, und ich sagte zu ihm: O Gesandter Allahs sallallahu alaihi wasallam, du leidest wahrlich an heftigem Fieber. Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Gewiss, ich leide so an Fieber wie zwei Männer von euch. Ich sagte: Ist das deshalb, weil du die doppelte Belohnung bekommst? Er sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja, so ist es. Kein Muslim wird von einem Leid geplagt, sei es auch nur der Stich eines Dorns oder etwas Schlimmeres, ohne dass Allah ihn dafür von seinen schlechten Taten sühnt und seine Sünden von ihm abfallen, wie die Blätter von einem Baum. Ja? Der letzte Teil, weil der ist der Hauptteil des Hadith, den ich eigentlich mitgeben möchte. Und der Hadith ist festgehalten bei Sahih al-Bukhari. Und wir nehmen wieder den Scharh von Fethul Bari, was unser Bruder aus Medina geschickt hat. Ja, kein Muslim wird von einem Leid geplagt, sei es auch nur der Stich eines Dorns oder etwas Schlimmeres, ohne dass Allah ihm dafür von seinen schlechten Taten sühnt und seine Sünden von ihm abfallen wie die Blätter von einem Baum. Ja, ein sehr schöner Hadith, und ihr seht die Bedeutung schon gewaltig, und die Überlieferung zeigt sehr viel Nützliches für uns Muslime. Jetzt kommen wir zu dem Scharh. Einmal kam ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er Fieber hatte. Ja, in einer anderen Überlieferung heißt es, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er krank war. Mit Fieber kann auch gemeint sein, die Schmerzen bei einem Fieber. Ja? Das heißt, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er die Schmerzen eines Fiebers litt oder hatte. Und danach wird gefragt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist das deshalb, weil du die doppelte Belohnung bekommst? Ja, das heißt, leidest du deshalb doppelt so viel an Schmerzen, weil du die doppelte Belohnung dafür bekommst, als Stufe eines Propheten, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, und dann kommen wir zum Hauptteil des Hadiths. Natürlich, wenn wir jetzt einen ganzen Hadith-Schach geben, haben wir gesagt von Anfang an, als wir diese New Edition angefangen haben, dass das den Rahmen sprengen würde. Ja, jetzt heißt es im Hadith, sei es auch nur der Stich eines Dorns. Das heißt, sogar der Schmerz, der durch den Stich eines Dornes hervorgerufen wird, ist eine Ursache dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden tilgt. Wenn das bei einem kleinen Dorn der Fall ist, ja, wie ist das dann erst bei großen Prüfungen, liebe Geschwister? Ja, laut im Scharh heißt es, wenn es beim kleinen Dorn die Tilgung einer Sünde gibt, wie ist das, wenn du groß geprüft wirst, indem du mehr Schmerz erleidest? Und dich bezieht sowohl auf körperlichen Schmerz, sowie auch seelischen Schmerz, den man haben kann. Und diesen Vorzug gebührt allein nur den Muslim. In einer Überlieferung bei Sahih Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Erstaunlich ist die Angelegenheit eines Mu'min. Alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Und das ist bei niemand anderem so als bei Mu'min. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, dann ist er dankbar und das ist gut für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, dann ist er geduldig und das ist gut für ihn. Alhamdulillah. So ist die Angelegenheit und Situation des Mu'min immer gut für ihn. Und du siehst sogar der Schmerz, und sei er klein wie ein Dornstich, ist Tilgung einer Sünde für dich. Und das ist etwas Besonderes, subhanallah. Ohne dass Allah, heißt es im Hadith, ohne dass Allah ihm dafür von seinem schlechten Taten sühnt und seine Sünden von ihm abfallen wie die Blätter von einem Baum. Hier liegt eine Bestätigung dafür, dass die Zunahme einer Krankheit oder Prüfung dazu führt, dass die Belohnung vervielfacht wird. Ja? Also die Belohnung wird vervielfacht. Das geht sogar so weit, liebe Geschwister, bis von den eigenen Sünden nichts mehr übrig bleibt. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith sagte: Die Prüfung des Dieners wird kein Ende finden, bis sie ihm irgendwann ohne eine einzige Sünde auf der Erde umhergehen lässt. Abu Huraira radiallahu anhu sagte: Es gibt keinen Schmerz, der mir lieber wäre als die Schmerzen von einem Fieber. Sie dringen in jedes Gelenk von dem Sohn Adams ein und Allah subhanahu wa ta'ala gibt jedem Gelenk seinem Anteil der Belohnung. Allahu Akbar, eine gewaltige Überlieferung, auch die letzte von Abu Huraira radiallahu anhu, sowie der ganze Hadith, den wir gehört haben von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, und wir sehen, liebe Geschwister, wie das sein kann, dass auch ein Leid, sei es körperlich oder seelisch, ja, die man fühlt,
eine Tilgung einer Sünde für dich sein kann, bi'idhnillahi ta'ala. Und das ist eine Rahma, eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und das ist, wenn es dir widerfährt. Ja? Wir sprechen nicht davon, dass das nicht jemand missversteht, dass man sich selber Leiden antut, indem man sich selber dann Schmerz und so hohen Leiden antut, wie manche Leute, die sich ritzen zum Beispiel und solche Sachen. Hier ist das nicht mit gemeint. Das heißt, wenn es auf dich kommt, das heißt, Allah prüft dich mit diesem Schmerz, sei er körperlich oder seelisch. Nicht, dass du es selber machst, herbeirufst. Wallahu alam. Dies ist der Hadith, liebe Geschwister, von dieser Woche. Möge Allah uns die Kraft geben, diesen Hadith zu verinnerlichen und zu praktizieren. Und bis nächste Woche mit dem nächsten Hadith von der New Edition, ja, wo der kleine Scharh immer dabei ist, damit wir noch mehr Fawaid, noch mehr Nutzen aus den Überlieferungen unseren geliebten Propheten a.s.w. herausholen, herbeiziehen und sie nutzen können für unseren Leben. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.